Ich bin Technik. in kurzen Hosen. Die Technik sagt, ich bin live. Du bist in kurzen Hosen, ich bin in kurzen Haaren, Mann. Ich war heute beim Friseur. Die Leute Ach werden was, mich da nicht muss ich in deinen Stream wiedererkennen. reingucken, um Habe das zu sehen. ich extra für Mutti morgen gemacht. Ich hab den Facebook-Post gesehen. Schulklasse läuft draußen vorm Friseur vorbei. Das war das, Alter, ohne Scheiß, das war so. Ich bin ja da relativ, ich bin ja echt mega entspannt und hier in Berlin ist man ja auch noch echt entspannt in der Hinsicht. Aber das war heute so unangenehm. Also ein Haarschnitt dauert bei mir nicht lange, 25 Minuten maximal. Also maximal. Aber wenn davon 20 Minuten wirklich 23 Leute an der Scheibe stehen und dir zugucken, wie dir jemand die Haare schneidet, da wird dir schon anders. Also da, ohne Das ist schon Scheiß. irgendwie mega skurril, Mann. Da wird dir schon komisch. Das ist wie diese Experimente, wo Leute so in so Glaskästen leben, irgendwie für eine Woche in Ja, so, ja. so in New York Hätte immer mal wieder so Kunst. Hätte der Friseur mir noch Stromschläge in der Zwischenzeit gegeben, hätte ich gedacht, ich bin irgendwo in der Psychologie zweites Semester gelandet. Und was hat der Friseur dazu gesagt? Oder ist er das nicht mitbekommen? Ja, ich kenne den ja schon länger. Aber Ah, okay. diesmal hat er tatsächlich einfach nur so nach dem Motto so, wow. Also er hat wirklich gesagt, als ich gesagt habe, mach's gut, hat er gesagt, beim nächsten Mal gehst du bitte woanders hin. Aber Also schon so im ist Spaß, keiner aber. reingekommen, also sie standen alle nur Nee, nee, draußen. nee. Also die haben halt alle drei. Die waren, ist ja auch, ohne Scheiß, die waren ja auch alle mega nett und so. Und es war auch ganz cool soweit und so. Und ich habe mich dann halt noch irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Minuten oder so einfach mal so ein bisschen rumgeblödelt und unterhalten und Fotos gemacht und so. Aber du hast halt genau gesehen, ich saß da, wie auf dem Präsentierteller. Dann kamen drei, dann hatten sie ihre Handys in der Hand, haben geschrieben, telefoniert, sonst was. Dann waren es 5, dann waren es 10, dann waren es 20 und am Ende waren es Ach so, die haben irgendwie ihre Freunde noch 22 oder 30. dazugeholt. Ja, das war ja das Abgefahrene. Ich konnte wirklich Ich live dachte, das wären verfolgen. einfach 20 Leute auf einmal vorbeigelaufen Nein, als gar Schulklasse und nicht. hätten dann Das hat erstmal 20 Minuten angefangen. Pause gemacht. Nein, das hat Aber die haben, angefangen es war mit. wirklich quasi ein spontanes Fantreffen vor dem Friseur. Ja, das hat angefangen mit drei Leuten und dann haben die sich halt organisiert über WhatsApp und so. Und auf einmal, als ich dann fertig war und rauskam und so, dann waren das da, also wirklich ziemlich genau 23 Leute. Das war schon ganz witzig. Ja, die waren irgendwie auf Klassenfahrt und waren alle mega happy und easy. Krass. Vor allen Dingen waren sie entspannt. Das ist immer Ja, wichtig. das ist ja alles okay dann. Und du sahst schön auf den ganzen Selfies aus, weil du gerade frische Haare geschnitten hattest. Total, weil ich sie unter meinem Cap versteckt habe. Ja, cool. Ja, lass mal hier loslegen. Ich sehe Tu hier schon, es. Savage beschwert sich, dass wir heute ohne ihn spielen. Er ist leider heute verhindert. Die Oh, schade. Hasengang muss ohne ihn spielen. Das ist doof. Da haben wir ja so gut wie keine Schanze. Ich sehe gerade, ich Oh, wie habe. krass. What? Es gibt hier Level 10 Story im Reef. Ja, Da müssen wir jetzt mal hin. lass tun. Ich bin hier gerade bei meiner Rüstung und upgraden könnte ich hier oder Ja. auch hier. Kills mit dieser Waffe können Bonusmunition direkt ins Magazin befördern. Nice! War klar, jetzt wo ich upgraden will, kommt eine Zwischensequenz, aber das will ich. Teleportmunition. Teleportmunition. Ja, Hört ihr aber. schon was? Das ist eine gute Frage. Wisst Hört ihr wer? schon was? Ja, bei mir Hat jemand im scheinen. Chat gerade bei mir gefragt, hört ihr schon was? Hallo? Nee. Bei mir scheinen alle gut zu hören. Also, es hat zumindest Ton? noch keiner gesagt. John Oliver 95 fragt nach Flo, was macht die Vorfreude auf Mutti? Also, die ist so groß, dass ich jetzt um 23 Uhr irgendwas nochmal einen Stream anfange, statt zu pennen, weil das kann ich heute eh nicht. Ich muss aber sagen, jemand, der John Oliver mit Namen auf Twitch heißt, hat meinen Wo harten kommt das Respekt. alles her? Hast du das Wir John haben das Oliver Interview Wunderland mit Truman Snowden gesehen? Das war Habe ich auch gesehen, wirklich. habe ich gesehen. Es war Wir mega. vier haben Das es ist tatsächlich geschafft. eine, also Das nicht war eine genau Freude. zu, Die aber ich habe Reinigung fand eine statt. John Snowden-Frage tatsächlich für morgen auch. Na, Wer cool, hat bin ich der sehr Waffe gespannt. überlebt? Ja. Das weiß niemand. Ja, ich habe ein paar mehr, also ich habe auch viele von meinen Eindringlinge bei persönlichen Teil Fragen reingenommen 127. und tatsächlich Ihr ein seid in paar ihr Waffengebiet mehr. eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst Wirklich wird das Feuer eröffnet. politische Fragen, die mich Zieh wirklich dich nicht selber an. auch wahnsinnig interessieren, Sag mir und was. ein paar weniger, magst du Bratwurst und was sind deine Wir kommen von der Lieblings-YouTuber-Fragen? Erde. Wir suchen den Rat der Davon Erwachten. kamen wirklich welche. Es kamen wirklich die Fragen, welche YouTuber gucken Sie am liebsten, Frau Merkel? Und Folgt meiner Flugbahn. Jede ich dachte Abweichung mir halt wird echt als so, Angriff ja, betrachtet. keine. Ich habe hier Das muss der meine richtige Ort sein. englische Freundin im Warum sind die Stream gerade. richtigen Orte immer Deswegen muss so ich mal kurz beängstigend?
Wir haben Deine so englische Freundin oder eine englische Freundin? ein Englisch, also eine aus Amerika, Gut, hätten wir das auch geklärt. die ich, genau, ich hab eine Freundin in jedem Land, das ist halt meine Freundin in England. Ah ja, nice. Das ist Genau, Mitarbeiter-Style. meine spanische Freundin kommt nachher noch vorbei. Spanische Aber Freundin. Du, nee, das fuck ist, it. mit der habe ich bei Philipp DeFranco zusammengearbeitet. Lass Hey uns zu Sarah. Englisch switchen. Hey Sarah. Hey Sarah, yeah, we're talking about John Oliver, because Flo, the guy that I'm playing with right now, he So, gets to das sind interview also die Unbefugten, die the Chancellor of eine Germany Audienz tomorrow, wollen. like they Bürge did with nicht tun, möchtest Obama, du? Die Königin with persönlich Glozell. entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und Ich wer weiß nicht, ob du das nicht. weißt, die haben es bei Obama, als sie die YouTuber Ich ihn finde interviewt haben, ja, hatten sie sie beim muss sich letzten nicht Mal um alles Glozell dabei. Ich weiß kümmern, nicht, ob du die kennst. was am Die ist Rand so eine schwemmt. Ich kenne zumindest die ganze schwarze Interview-Session. Was mir bei den Obama-Interviews YouTuberin. allerdings nicht gefällt, ist, dass das Wir möchten viel um zu Hilfe sehr bitten. so Vergöttern- und Präsidenten-Hype ist. Auf jeden Fall, das sind aber die Amerikaner generell. Auf jeden Fall war es Ja, mega lustig, weil die ja auch es sehr herrscht die skurrile Videos macht. Gefahr. Also sie ist jetzt nicht so die politisch aktive eigentlich. Ja. Und die hat zum Beispiel ein Es Video, in versteht dem sie nicht, halt dass in der diese jetzt Badewanne mir gefüllt mit gehören. Milch und Müsli badet. Und die Überschriften der amerikanischen Medien alle überall war: Woman who bathes in cereal interviews Obama. Ach schön. Kannst du mal gucken. Haben sich natürlich damit super Promo gemacht. Also, Ich bin ein Hüter von der ich Erde. hätte das geguckt, das Wir Interview, suchen den basiert auf schwarzen dieser Garten. Überschrift. Naja. Hätte ich auch. Aber ich hätte es Welcome. nur cool Ich weiß gar nicht, wir gefunden, gucken wenn uns gerade er die auch in erste Milch badet. Zwischensequenz hier an. Ja, ich wurde auch gerade hart bedroht. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Alter, Jeder die weiß, Stimme. wo er ist. Oh, warte mal, die ist in dem Die Hörspiel Frage drin, die ist, ich wie gerade kommt man höre. rein? Oh, krass. Könnt ihr uns helfen? Also die von Und dem Bösen. warum sollten wir das tun? Die Königin Alter, warte mal, ich sucht glaube, das ist ihren sogar die Stimme Bruder von dem um Macht. Protagonisten aus Drizzt. Falls einer das Hörspiel Drizzt kennen sollte, herzlichen Glückwunsch. Die das Hörspiel Drizzt, ja, 1064 Minuten Spaß nicht kennen, sollten es unbedingt nachholen. Und ich bin mir zu 99,5% sicher, dass der schwarzhaarige Dude da gerade den Drizzt, also den Protagonisten, spricht. Also die Synchronstimme. Wer ist denn sie? Die Königin. Krass. Khaleesi. Ja, das ist I'll be gut. my dragons. Das ist Ja, sie hat keine gut. Dragons, aber sie hat Fallen. Sie I'll heißt be jetzt Fallen my Khaleesi fallens. tatsächlich. Die beiden Typen arbeiten für sie. Das Wir sind machen die euch eigentlich die einen böse Schlüssel. Alienrasse. Lol. Das sind Ja, ihre ich sehe schon. Kumpels. Und zwar, ich Bringt glaube, die uns den Story Kopf ist, dass sie eines einen ihrer, Extra. den Anführer getötet hat. Und dadurch ist sie Kein automatisch Problem. zu quasi dem Warum Khan wollt ihr einen des Clans Wechsel? geworden oder Macht sowas. nichts, weil ich hab Wir nicht. schwarze Striche im Und Gesicht. ihr bekommen Macht mich wollt. automatisch ein bisschen härter. Finde ich Aber auch. nur so kommt ihr in den schwarzen Ja, Garten. da, also um die Story von ihr und Wir diesem kommen Reef wieder. und diesen Awoken, also Oder diese stirbt auf der Venus. magische Menschenrasse. Darum Egal. dreht sich das zweite DLC. Was ja viel geiler sein soll als das Ding hier. Erste. Wer weiß das schon? Drizzt von R.A. Salvatore, richtig, genau davon spreche ich. Belef kennt das tatsächlich? Ich fasse den Typen nicht. Der ist super. Ich Ja, muss das zugeben, ist. das ist das einzige Hörspiel, was ich wirklich gehört habe früher. Also ich hatte auch ein paar drei Fragezeichen Kassetten tatsächlich, aber ich glaube nur Ja, ein von der 100. paar. Edition, da gab es so eine Sammler Edition. Wo sie auf so einem Vulkanberginsel-Ding sind und es geht irgendwie über drei 125. Folgen. 125. Boah, du weißt das sogar sofort, das ist Respekt. Aber genau, das hatte ich sogar, aber ich habe ansonsten nur die ganzen Harry Potter Bücher auch immer gehört. Und zwar mit meiner Schwester zusammen, weil die wollte damals nicht lesen. Ja, kommt Und mir dann bekannt vor. ich habe halt die Bücher immer schon gelesen gehabt, und dann haben wir immer gemeinsam die Hörbücher geschenkt bekommen, als wir klein waren, haben sie dann immer zusammen gehört. Ja. Das war die Tradition. Ich hab auch tatsächlich gerade im Chat, wer Hörbücher hört, ist zu faul zum Lesen. Zwei Sachen dazu. Jein, weil Hörbücher sind halt Sachen, die kann man hören, während man andere Sachen tut. Was ich Bevor ganz du praktisch wahnwitzige finde. Versprechen Und gibst, vor solltest du mit allem, mir reden. finde ich, sollte man grundsätzlich Wenn wir einen unterscheiden Tonort zwischen ausschalten Hörbüchern wollen, und müssen wir wissen, wie die Hörspielen. Dinger funktionieren.
weil das sind ganz unterschiedliche Dinge. Die erwischen und schnappen uns sein Gehirn. Ist ja kein Audiobook. Ja, quasi. Also ein Hörspiel ist halt wirklich mit Ton, Effekten, ja, alles, was irgendwie dazu, Narrator, verschiedene Rollen und alles, was irgendwie dazu gehört. Und das sind halt Sachen, die ich bis heute extrem feier. Alter, ich habe überhaupt keine Peilung mehr, was ich für Waffen habe, was ich... Ich habe gar keine Peilung mehr. Geisteskern zu einem der alten Labore der Akademie. So, was machen wir jetzt? Wir... Können wir mal, ich muss mal ganz kurz die Steuerung. Waffen. Ja. Hier ist die, hier ist die. Was ist das? Ducken, springen. Was ist Viereck? Viereck ist nix. Ich roll einfach mal hier so rum. Granate, Wurfmesser. Ja. Anzoomen, schließen. Whee. Super Ding. So. Los geht's. Ach so. Aufsetzen. Hä? Willst du mich verarschen? Ich hab gerade mein Transportmittel gerufen, aber es ist nicht da. Ich glaube, es kann sein, dass du zu wenig Platz hast. Kann das sein? Um mich herum. Ah, jetzt. Well, you were right, my friend. You were right. Cyrage, ich kann deine Nachricht da gerade nicht lesen in kompletter Länge, weil die irgendwie abgeschnitten wird. Aber hier steht... Er wollte dir irgendwas sagen, Flo. Ist mit der Zeit besser geworden, aber versucht's ziemlich immer, wenn du auf war. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Macht nichts. Ah, da sind Enemies! Jetzt ist die Frage, Fight oder nicht Fight? Ihr sagt ja immer nee. Dann let's go weiter to the arrow on the map. Wo auch immer der... Boah, Alter, hier ist so viel Enemy-Gedöns. Links abbiegen. Fühle mich wie eine kleine feige Mistsau. Lol, hast du gerade kassiert. Es hat halt immer was ein bisschen so wie Star Wars Stormtrooper auf Endor rumcruisen, ne? Mit den Speederbikes. Ja, ne? Ich freue mich, bin sehr gespannt auf Star Wars Battlefront. Ja, gespannt bin ich, aber ich bin irgendwie schon über den Schritt der freudigen Erwartung hinweg. Ich bin schon mehr so zu Skepsis geswitcht. Hier ist, wo ist LeFloid, komme von Twitter. Da musst du auf Flo's Twitch gehen, wenn du ihn sehen möchtest. Und ich mach das gar keinen Sinn, wenn ich extra schreibe auf twitch.tv/LeFloid oder twitch.tv/RobBubble. Er war einfach so aufgeregt, dass er sich drauf gefreut hat, einfach einen Link angeklickt. Okay. Er hätte das Hörspiel gebraucht, dann hätte er nicht lesen müssen. Genau. Ey, das war hier, das ist das neue Ding. Man tweets als Hörspiel. Das wäre super, oder? Oh, Alter, diese Dudes! Du musst ihn in den Bauch schießen bei denen, ne? Ja, ich hab, Achso, der fette Dude, ja klar, auch ja, scheiße. Den habe ich vor allem nicht gesehen. Ich komme auch gerade. Ich war so kurz vom Revive gerade. Das Geile ist wirklich, ich habe ihn nicht gesehen und dachte mir so, was zur Hölle? So, warte mal. Boah, Alter, hat der eine Menge. Oh. One-Hit-Kill. Ein One-Shot, ne? Ja. Ich komme. Dann erstmal die Fußsoldaten weg. Ja, ja. Das ist eigentlich auf dem Spawn, aber... Allaieieiei, pass auf, der Typ hat auch noch einen Explosionsradius. Mit dem hatte ich auch nahezu one-shotted. Ergo... Oh, fuck! Oh, ey, scheiße. Mann, das ist auch ein letzter Level 12. Ja, ja. Wo ist Cyrage? Wir brauchen dich. Ich versuch mal den... Warte mal, ich versuch mal noch auszuweichen. Ja, jetzt rein theoretisch. Wo bist du denn? Achso, du bist schon wieder da. Hinter dir, ich hab dich spawned, ja, sorry. Ja. Ich wollte die noch retten, aber es hat nicht geklappt. Pass auf, da sind mehr Dudes. So. Bam, bam. Ich vergesse auch die ganze Zeit, dass ich Titan spiele. Dann müsste eigentlich noch eine... Bam, bam, meine bam. Bubble aktivieren. Oh, what the fuck. Hab ich. Ist weg. Problem ist nur... Ich geh jetzt einfach mit der Shotgun ihm ins Gesicht schießen. Ja, das habe ich versucht. Das war unendlich ineffektiv. Granate drauf. Hat getroffen. Messer drauf. Hat getroffen. Oh, scheiße. Keine... LOL.